Wer ein kompaktes, stylisches SUV auf dem letzten Stand der Technik sucht, der kommt am BMW X1 eigentlich nicht vorbei. Auf knapp 4,5 Metern versammelt sich die gesamte Kernkompetenz der Bayern und unser Testwagen, der xDrive 25e, ist mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet. State of the art sind auch die Assistenzsysteme des X1. Beginnend vom Head-Up-Display bis hin zu Connected Drive und den adaptiv gesteuerten LED-Scheinwerfern. Unter der Haube des X1 schlagen zwei Herzen. Die Vorderräder treibt ein 125 PS Turbobenziner an, die Hinterachse ein E-Motor mit 95 PS. Trotz seiner zusätzlichen 8,8 Kilowattstunden großen Hochvolt-Batterie schrumpft der Laderaum kaum. Der X1 bietet fast 1,5 Kubikmeter Gepäckraumvolumen, ohne Tricks, aber mit doppeltem Boden für das Ladekabel des Plug-in-Hybriden. Die Platzverhältnisse im Inneren sind dank quer eingebautem Frontmotor ausgezeichnet. Vier Ausstattungslinien schaffen die optimale Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit. Sämtliche Bedienelemente sind BMW-typisch fahrerorientiert und beinahe selbsterklärend. Und über den iDrive-Controller finden sich auch noch interessante Features in den Untermenüs. Ja, wir sind unterwegs mit dem BMW X1 Hybrid, also dem 25e xDrive. Und das Bemerkenswerte an dem Auto ist, der hat eigentlich einen Dreizylinder-Benzinmotor, den man aber eigentlich weder hört, noch spürt, noch sieht, außer man gibt Vollgas. Wobei das stimmt auch nicht ganz. Wenn ich in den Sportmodus gehe und wenn ich Vollgas gebe, dann unterstützt ja auch der 95 PS starke E-Motor. Das ist auch gut so. Die Systemleistung, die beträgt 220 PS oder mit Boost-Funktion 231. So, jetzt werden Sie natürlich als gestandener BMW-Fahrer oder BMW-Fahrerin sagen, ein BMW mit einem Dreizylinder-Benziner kommt mir nicht ins Haus. Denken Sie aber mal objektiv drüber nach. Ein Zylinder weniger heißt ein Drittel weniger Reibungsverluste. Und dieser Motor hat schon Potenzial. Vor allem, weil er auch gut klingt, ein gutes Ansprechverhalten hat. Und gerade in Kombination mit dem E-Motor Lastspitzen von unten heraus super ausbügeln kann. Und ich sage mal, wer so ein gemischtes Fahrprofil hat mit viel Stadtanteil und viel Kurzstrecken und trotzdem nicht auf die bewährte BMW-Qualität verzichten möchte, für den ist der X1 xDrive 25e geradezu perfekt. Bis zu 45 Kilometer können in der Praxis rein elektrisch zurückgelegt werden. Nach rund 2,5 Stunden an der Ladesäule sind die Batterien des X1 dann wieder randvoll. Der Benzinverbrauch, der differiert je nach Elektroanteil von 0 bis 7,5 Liter. Kfz-Steuern zahlt man beim X1 xDrive 25e übrigens nur für den Benzinmotor. Und beim Neuwagenkauf erhält man eine stattliche staatliche Umweltprämie. Der Einstiegspreis beträgt 44.600 Euro. Für alle weiteren Informationen rund um den BMW X1 empfehlen wir einmal mehr das Autohaus Slavicek in Hart bei Amstetten.